Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin ziemlich verplant und verschlafen. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Ich sehe völlig müde und fertig aus, das sieht man auch. Aber das ändern wir mal. Mein Frühstück heute auf ganz dezent. So irgendein Vollkornbrot vom Bäcker mit Bio-Tomaten, Bio-Frischkäse, bla. Heute auf Bio-Gangster. Ich fahre gleich zum Friseur. Da war ich gestern. Gestern haben wir die Farbe gemacht. Ich habe meine Haare wieder in Richtung Knallrot gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die waren vorher komplett so in Richtung Pink. Aber ich dachte, ich mache mal wieder rot, so, weil irgendwann siehst du dich satt an Pink und an Rot und ich fühle mich so langweilig. Aber irgendwie ist es mein Markenzeichen und ich mag es. Und was ich euch zeigen wollte, die haben mir, ja moin, wie über Lippenstift. Einen Moment. Hab mich ein bisschen auf Zeitdruck geschminkt. Ich bin knapp dran. Was ich euch zeigen wollte, die haben mir gestern Locken gemacht. Und ich habe ja sonst nie Locken. Und ich finde, das ist echt süß. Und es ist mal eine Abwechslung, ne? Also ich finde, es ist nicht so vorteilhaft, weil ich halt ein sehr rundes Gesicht habe. Aber ich finde, das ist heftig, ne? Das ist schon was anderes. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare eure Tricks für so richtig schöne Locken. Ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, weil das für mich eine ganz neue Erfahrung war und ich mich richtig toll fühle. Die waren gestern noch viel hübscher und krasser. Ja, eigentlich ist dieses Video nur entstanden, weil ich euch meine Locken zeigen wollte. Auf Instagram habe ich sie schon gezeigt. Aber vielleicht folgt ihr da ja noch nicht auf korrekter Bruder. Deswegen zeige ich sie hier nochmal. Und ja, jetzt habe ich wieder knallrote Haare nachher. Gleich fahre ich nochmal hin und habe einen Termin zur Keratinbehandlung. Bei meinen Haaren dauert das immer ewig. 4 bis 5 Stunden färben. Und mit dem Ansatzkram und mit dem anderen. Und Keratin dauert auch nochmal so lange. Deswegen habe ich 2 Termine gehabt. Gestern und heute. Manche denken jetzt Influencer Life, machen nichts außer Friseur und so. So ist es nicht. Gerade nicht, wenn man sich was aufbaut. Ja, und Keratinbehandlung sorgt dann dafür, dass meine Haare nochmal so ein mit Keratin von innen aufgebaut werden für eine dauerhafte Glättung, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe eine krasse Naturkrause. Ich empfehle nur die Keratinbehandlung dort, nicht irgendwo anders, weil ich habe auch schon welche gehabt, die ganz schlecht sind, die mega chemisch sind und sowas. Also jede Keratinbehandlung ist anders und. Ja, okay, ich muss mich jetzt auch beeilen. Begutachtet nochmal meine Locken. Die sind nämlich schön und auf geht's. Jetzt wisst ihr, was mich so richtig heftig auf der Autobahn aufregt? Da könnte mir jedes Mal der Arsch platzen. Echt, der ist auch kurz davor. Die Menschen, die nicht rechts fahren, die vor mir sind und mit 110 rechts ein überholen, der 100 fährt, weißt du? Und die gesamte linke Spur behindern. Digga, in Deutschland ist Rechtsfahrgebot. Ich bin keine super krasse Autofahrerin. Parken ist auch nicht mein Ding. Ich habe meinen Führerschein seit über 9 Jahren. Kann immer noch nicht seitwärts einparken, alles klar. Digga, fahr doch nach rechts, Alter. Hier sind 2 LKWs da. Krass, regt euch das auch auf? Sorry, aber das macht mich echt aggressiv so. Ne? Und ich mag das auch nicht, jemanden hinten raufzufahren und aufzublinken oder nah aufzufahren. Das muss alles nicht sein. Das ist auch nicht so mein Ding. Habe ich auch schon mal gemacht, wenn ich angepisst war. Kann er jetzt auch nicht lügen. Ah, danke. Danke, dass der König nach rechts fährt, ey. Aber ich versuche es dann mit Geduld, aber manchmal ist es echt schwer. Jetzt geht's mir besser. Ich musste mich einmal aufregen und jetzt muss ich nach rechts. So, das ist meine dramatische Haarstruktur vor der Keratinbehandlung. Habt ihr gesehen, das letzte Mal ist, glaube ich, 5, 6 Monate her. Ich zeige euch das Ergebnis, wenn es nochmal fertig ist. Glatt und gepflegt. Gieß, ich bin jetzt draußen am Chillen. Ich glaube, wir haben über eine Stunde, kann das sein, die Haare geföhnt? Ja. Über eine Stunde. Ah, guck mal, was ich euch zeigen wollte. Manche schreiben ja, ey, du hast doch gar kein Afro und so, weil ich ein paar Videos, ich habe ein Video, aus Afro wird glatt. Guck mal, das ist meine Haarstruktur eigentlich. Ne? Guck mal, siehst du? Heftig, ne? Ja. Ich mache jahrelang Keratinbehandlung, deswegen ist es anders. Guck, ich will nicht nochmal hören, dass ich kein Afro habe. Ich mache seit Jahren schon Keratinbehandlung. Hammer süß, eine Followerin hatte gesehen, dass ich gestern hier war und heute nochmal komme. Und hatte gefragt, ob ich hier ein Autogramm mitnehmen kann. Habe ich gemacht. Machen wir kurz Pause. Gleich geht's weiter. Ich zeige euch dann das Endergebnis. Habe schon Kekse bekommen, weil ich so Hunger habe. Ich habe zwar gefrühstückt, aber naja, es war nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Auf jeden. So, Diggis, ich bin jetzt fertig. Ihr habt das Ergebnis gesehen. Ja, ist gerade ganz komisches Licht im Auto. 6 Stunden hat das gedauert. Nur Keratinbehandlung. Kannst dir vorstellen, was da abgeht. Ganz kalt, es ist so kalt. Tschüss. Ganz doll Hunger. Hab Kekse. Hab 1, 2 mitgekriegt.
Und jetzt fahre ich eben mal zu DM und check das ab. DM in Pfarrhof ist so ein kleiner Geheimtipp von mir, weil da ist immer alles da. Da bist du meistens alleine und ja, da fahre ich jetzt hin. So, ich bin jetzt bei DM. Wie man hier sehen kann, sieht man es ein bisschen. Da hinten ist ein Wagen mit griechischem Essen. Da werde ich mir gleich irgendwas holen. Eigentlich brauche ich nichts von DM, nicht so richtig, ne? Aber ich dachte, ich guck mal Neuheiten, dies, das und so. Ist ja auch immer ganz interessant. Man findet ja eigentlich meistens was bei DM. Aber ich kaufe auch nicht auf Krampf, so weißt du. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Live-Hauls von DM die beliebtesten Videos auf meinem Kanal sind. Aber ich kann jetzt nicht unendlich maßlos konsumieren. Nur weil die Videos gut ankommen. Ja, ich gucke halt immer, was ich gebrauchen kann. Manchmal mache ich lange eine Liste. Ah, ein paar Sachen stehen auf meiner Liste auf jeden. Das checke ich gleich mal ab. Ja, und dann gucken wir mal. Ne? Die habe ich mir auch gekauft. Also nicht die, sondern eine andere von L'Oreal. Auch in diesem Stil für 20 Euro. Preis-Leistung hat sich nicht so gelohnt, Diggis. Nee. Aha, was haben wir denn hier so für Sachen? Was auch interessant, ne? Ah, dann denke ich mir so, Digga, ich habe noch über 20 Paletten zu Hause. 20, 30 Stück, die ich testen will für Videos, da muss ich mir nicht noch mehr holen. Außer es wäre jetzt ein krasses Angebot, aber... Auf den Lippen trage ich jetzt schon seit 8 Stunden Maybelline. Ah, hier einen von den Super Stay Liquid Lipsticks. Ich weiß gerade gar nicht, welcher. Die neuen Farben haben eine echt komische Formulierung. Also, die sind nicht mehr so gut wie vorher, aber es hält trotzdem. Aha, mal gucken. Habe ich die Farbe schon? Habe ich. Ich habe eigentlich alle Farben, aber manchmal kriegen die neue. Ich kriege das nicht mit. Nee, die habe ich. Meine absolute Lieblingsfarbe von Maybelline ist die Nummer 542 Cherry Pie. Das ist das perfekte Rot. Ich versuche mal dran zu denken, dass ich euch das in der Infobox verlinke. Falls ihr es kauft, kauft über die Infobox, dann habe ich auch ein bisschen Provision. Ein schönes, perfektes, dunkles Rot. Doch, die Farben habe ich alle, ne? Ich denke mal so, Bruder, gib neue Farben, aber... Manchmal kaufe ich sogar extra welche im Ausland, damit ich noch mehr Auswahl habe, weil es einfach die besten sind. Bester Drogerie-Primer, den ich je hatte. Catrice 10 Sensational. Liebe ich über alles, kaufe ich jetzt nicht nach, weil ich habe mir den vor kurzem am Black Friday, was heißt vor kurzem, aber ich habe ihn mir nachgekauft mehrmals. Bester Drogerie-Primer ever. 10 Sensational, merkt euch das, kostet 4,50 € oder 6 Euro. Ich bin mir nicht sicher, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ist sogar besser als viele High-End-Primer, die ich habe. Ah, was ich auf jeden Fall brauche, was auf meiner Liste steht, sind... Digga, Squat gemacht. Hier, diese Kosmetiktücher, Boxen. Nehme ich mir mehrere mit, benutze ich eigentlich jedes Mal, wenn ich mich schminke. Maxi-Pads. Digga. Ebelin Make-up-Korrekturstäbchen. So, und dann gucken wir mal weiter. Nee, habe ich alles? Ah, davon? Nee, habe ich auch noch genug. Chill. Übertreib nicht. Mal gucken, was es noch so gibt. Checken wir mal ab hier. Nagellack-Entferner-Pads. Fruchtiger Duft, nicht feuchtiger. Trocknen die Nagelhaut nicht aus. Tamam. Das wollen wir uns doch mal genauer angucken. Digga, hab ich super. Guck mal, wie meine Augenringe aussehen. Ich meine, 3 Stunden Schlaf, ne? Bin hammer auf wach geworden, hammer anstrengend. Ich gucke gerade auf meinem Handy, habe ich so eine Drogerieliste mit ganz vielen Sachen, die empfohlen werden. Und da gucke ich dann immer wieder mal in Läden und checke das ab. Wollte ich mir mal angucken. Eigentlich feiere ich diese 180 Days Dings nicht, weil irgendwie finde ich das Konzept, liegt mir nicht so. Aber den hat Merve krass empfohlen. Da bin ich mal gespannt, ob der echt so gut ist. So ein Concealer, weißt du? Dies, was ich euch auch empfehlen kann, passt zu jedem Hauttypen. One Minute Face Perfector. Das ist so ein Zeug, packst du auf dein Gesicht, das passt sich deiner Hautfarbe an. Und du siehst einfach mega fresh aus. Und, also was heißt mega fresh, aber viel besser, als wenn du jetzt es nicht drauf machst. Wenn du so mal einen schnellen Look brauchst oder so, weißt du? Ist auf jeden Fall chillig. Bester Drogerie Eyeliner ever. Maybelline Curvitude. Kaufe ich mir nach, meiner ist nämlich fast leer. Ja. Bisher habe ich eigentlich nur Sachen nachgekauft, außer dieses Nagellack-Entferner-Pad-Ding und diesen Concealer zum Testen. Dies, kennt ihr das? Das ist das Parfum meiner Jugend. Das erinnert mich so krass an meine Zeit mit 14, 15, 16. Das habe ich auch benutzt. Oh, guck mal, ich gebe mir mal einen Sprühstoß. Doch, Mann, sobald ich das rieche, denke ich so an meine Jugend zurück. Erster Kuss, dies, das, bla. Und was habe ich noch benutzt? Benutze ich heute manchmal noch, ist aber leider leer. Christina Aguilera, dieses hier. Ich hätte das auf Instagram erzählt, da haben mir aber auch ganz viele Followerinnen geschrieben, so, ja, ist auch Parfum meiner Jugend und so, habe ich da auch benutzt, bla bla bla. Ich so, auf jeden. Immer schnell pischen. Guck mal, das sind die Toiletten bei DM. Platz, sauber, Pflegekram. Wow. Guck mal, Diggis, wie findet ihr meinen Haarschnitt? Das Licht ist jetzt doof, ne? Aber ich möchte extra, dass alles auf einer Länge ist. Minimale Stufen. Aber ich möchte alles so auf einer Länge haben. Ich finde, das passt auch am besten zu mir. Ist vielleicht ein bisschen öde, aber schreibt mir mal, wie ihr das findet.
Ich habe da ewig gebraucht, weil ich hatte hier so ganz komische Kanten und so, weil ich Stufen hatte und ja, lasst mich mal gerne wissen, wie ihr das findet, so alles auf einer Länge. Gieß, ich bin so am Verhungern. Ich habe ein Zuschauerpaket bekommen, aber das packe ich noch nicht aus, sondern ich muss erst was essen. Ich habe echt doll Kreislauf. Ich habe, Digga, vor 8 Stunden zuletzt diese Brote gegessen, die ich euch gezeigt habe. Das reicht nicht für meinen Essenstank. Komm, ich zeig euch, was ich esse. Halbes Fladenbrot. Und hier sind so die Sachen vom Griechen. Ich gucke jetzt 4 Blocks währenddessen. Ich komme oft nicht zum Serie gucken, deswegen mache ich das meistens so. Guckt euch das mal an. Weil ich in Zeitdruck war, ich hasse das. Nur immer, wenn ich Zeitdruck habe, sieht mein Schminktisch so schlimm aus danach. Erst mal was essen, dann packen wir gemeinsam das Paket aus. Bin ganz gespannt und freue mich ganz doll. So, Diggis, ich bin... Hört ihr das? Digga, hört ihr das, wenn ich auf meinen Bauch so klopfe? Auf jeden Fall habe ich gegessen. Es wird Zeit, das Zuschauerpaket auszupacken. Sie hat mir auf Instagram schon geschrieben, dass es heute ankommt. Und da freue ich mich natürlich mega drauf und bin super gespannt. Aha, das ist eine vernünftige Entscheidung. Ich mag Schokobons gerne und offensichtlich weiß sie das. Und sowas kleines Süßes kann ich jetzt auch gebrauchen nach meinem herzhaften Snack hier. Aha, Sour Cream Pringles mag ich auch gerne, weiß sie auch. Sind auch sehr lecker, Diggis. Cashewkerne, geröstet und gesalzen, mag ich auch sehr gerne. Das sind sogar genau die, die ich mag, so von Lidl. Hey. Tschüss. Aber gut, mein Naschifach ist leer. Gestern, Diggis, ich schwör's euch, mein Herz hat sich so sehr nach Salzstangen gesehnt, so sehr nach irgendwas Knusprigem zu knabbern. Ich habe mich so sehr danach gesehnt, von ganzem Herzen. Ich habe mich verflucht, warum ich alles schon aufgegessen habe. Ich war so traurig, dass ich keine Salzstangen hatte. Und in ihrem Paket sind Salzstangen. Und Oreo-Kekse, 2 Packungen. Oh Gott, und genau die richtige Sorte, krass. Joghurt-Reiswaffeln mag ich auch richtig gerne. Digga, sie hat nur Sachen gekauft, die ich mag. Guck mal, Oreo. Ich weiß nicht, Nordi. Nee. Okay, Mist. Also erstens, ihr wisst, ich bin immer ehrlich, die sind leider, ist das nicht so mein Geschmack von der Optik. Und leider sind die hier ziemlich krass verbogen, vielleicht vom Paket, obwohl sie so Luftpolsterfolie hatte. Also ich mag so eine Richtung, aber die mag ich leider gar nicht. Guck mal, in dem Moment, wo ich sage, sie hat alles gekauft, was ich mag, aber egal, haben wir nett von ihr so, ne? Aber ihr wisst, ich bin auch ehrlich, so, ne, wäre ja dumm, stell vor, ich sag so, ja, oh, ich mag irgendwie Bio-Kürbis-Chips, haben wir gerne, jemand kauft mir 20 Packungen und ich mag die gar nicht. Es geht weiter im Programm. Tschüss, das ist von Urban Decay, Mann, das ist hammerteuer. Ich meine, auch der Naschkram ist schon teuer, ne? Tschüss, dann... 4x Kneipp Cremeöl-Peeling. Da habe ich noch einige von mir, hat nämlich eine Followerin auch welche geschickt. Ich weiß gar nicht, zu meinem Geburtstag, Digga. Ich glaube, zu meinem Geburtstag so ein 12er-Pack oder so sogar. Ich benutze nicht jedes Mal beim Duschen, Digga. Eine Packung kostet, glaube ich, 1,50 oder so, ne? Hammer nett, sie kauft mir 4 Stück. Und 2x mein Lieblingsdeo. Da ist noch ein Briefchen drin. Checken wir das mal ab. Oh, ich muss ihr gleich direkt auf Instagram schreiben und mich bedanken. Hammer viel, so. Tschüss. Oh, so ein, handgeschriebener Brief, guck mal. Dachte, ich mach dir eine kleine Freude. Die meisten Sachen, die ich reingepackt habe, magst du, denke ich, ganz gerne. Ich folge dir nun schon seit längerer Zeit auf Instagram und YouTube und ich finde dich einfach mega. Deine Stories und Videos machen einfach immer gute Laune. Und ich wollte dir einfach mal Danke sagen für die liebe Arbeit und den Aufwand, den du in deine Videos und Stories investierst, um uns zu erfreuen. Du bist einfach super lustig, ehrlich und authentisch und das liebe ich an dir. Ah, okay, ist ein bisschen auch privat, was sie schreibt, normal. Na krass, meine Videos haben ihr... geholfen. Das bedeutet mir sehr viel. Oh, das ist schön zu hören, wenn ich lese, was ich so jemandem Gutes geben kann. Lass dir dein Leuchten niemals nehmen, weil das andere blendet. Hm. Oh, muah. Dankeschön, Digi. Ja, Mann, ich werde dir auf jeden Fall gleich auf Instagram schreiben. Voll süß. Auch immer langer Brief, so, weißt du. Krass, Digga. Ich werde mich nie an Zuschauerpakete gewöhnen, weißt du. Also geht ein Follower in einen Laden und kauft mir Sachen, die ich mag, Digga. Er gibt sein hart erarbeitetes Geld aus, um mir was zu schenken. So, das ist hammer nett. Ja, und dann noch so viel und so und alles, was ich mag und hammer cool und so auf jeden. Vielen Dank dafür, Digi. Das freut mich wirklich sehr. Ja, wenn ich jetzt so viel zu knabbern habe, dann knabber ich einfach gleich ein bisschen, ne? Das freut mich. Ich werde mich gleich auch ins Bett legen. Die ist es 19 Uhr, aber Omi ist müde. Abschminken und dann gehe ich auch ins Bettchen und morgen mache ich dann Kram so. Weil ich merke in letzter Zeit, ich baue mir ja gerade was auf mit meiner Selbstständigkeit, weißt du? Und dadurch, ich habe dann echt
Tage, wo ich 14 Stunden, 12 Stunden oder so arbeite. Influencer sein ist nicht nur chillen und den ganzen Tag beim Friseur. Ja, heute war das zum Beispiel so, klar. Weil ich muss ja auch eine gewisse... das wird dumm sein, wenn ich ungepflegt aussehen würde oder sowas. Aber es ist halt, gerade wenn du dir was aufbaust, echt noch viel Arbeit. Und ich merke, dass ich in den letzten Wochen echt schlaff also fertig bin so, ne? Und dann manchmal mir einfach so Pausen hole und brauche wie jetzt, weil ich sie mir oft nicht genommen habe. Und dann, ja, landet man halt mal um 19 Uhr im Bett. Ja, Digis, lasst mich gerne wissen, was ihr über den Vlog denkt, auch über meine Haare und so. Ich vermisse meine Locken. Nächstes Mal, wenn ich nur zum Färben da bin, lasse ich mir wieder die Löckchen machen. War was ganz anderes. Und nach der Keratinbehandlung kannst du nicht Locken machen, weil die ist ja zur Glättung und so da. Ja, jetzt werde ich mich abschminken, naschen ins Bettchen mitnehmen und eine kleine Kuschel- und Knabberparty machen. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen und... ich verabschiede mich auf jeden Fall bei euch und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.